Ja, ich bin gerade auf eine wundervolle Idee gekommen für ein Thema, was ich besprechen könnte. Und zwar liegen hier bei mir Ferrero Rocher oder wie man es ausspricht, liegt hier rum eine Packung mit 12 Kugeln. Soweit ich weiß, hat das mehr als 2 € gekostet, das Ding. Das ist eingepackt in so einem Pappkarton mit so einem Plastik Innenleben, wo dann die 12 Kugeln drin sind. Und jede Kugel ist dann auch nochmal einzeln verpackt. Und da bin ich einfach mal auf die Idee gekommen, ein Video darüber zu machen und mich darüber auszulassen, was ich eigentlich von so einer übertriebenen Verpackung halte. Und zwar halte ich davon nicht gerade sehr viel. Warum müssen wir für den Müll bezahlen, den wir dann nachher wieder wegschmeißen? Und wir müssen doch auch noch für den Müll bezahlen, damit der abgeholt wird. Also, ich verstehe es nicht. Die Dinger sind zwar recht lecker, aber ich hatte wirklich arge Probleme damit, die zu essen, weil ich habe mir gedacht, so scheiße. Das ist aber was Wertvolles. Das kannst du doch jetzt nicht einfach so an einem Tag alles wegessen. Und dann habe ich es mir über ein paar Tage aufgeteilt und muss sagen, es ist eine Süßigkeit, ja. Es ist Schokolade. Ja, okay, etwas. Was steht da drauf? Feine Praline mit zarter Kakaocreme. 46% und Waffel. Ja, muss ich sagen. Waren ganz okay, aber für mehr als 2 € bei 12 Stück, das ist Wucher. Das ist ein Wucher. Und zwar, aber hallo, ich sag's euch, das muss man ernsthaft mal sagen, weil das geht gar nicht. Das sind mehr als 16 Cent oder irgendwie so, wenn ich mich gerade verrechnet habe. Tut's mir leid, mehr als 16 Cent pro Kugel und das würde ich ernsthaft nicht dafür ausgeben. Aber was für ein Glück, dass ich die nur geschenkt bekommen habe. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan von obergenialer Verpackung. Nur das Innenleben muss einfach schmecken. Und das ähnliche gibt's auch bei Computerspielen. Wie zum Beispiel habe ich irgendwo in einem Video von GameStar aufgeschnappt, dass EA oder irgendein anderer Publisher gemeint hat, ja, wir packen da kein Handbuch mehr rein, weil wir die Umwelt schonen müssen oder wollen. Und deswegen gibt's das online zu sehen. Da habe ich mich gefragt, warum müssen dann die Publisher so ein komische, eine Collectors oder Limited Edition rausbringen, die dann so ein fetter Kasten ist, wo dann noch mehr unnötiges Zeug drin ist? Man sieht es eventuell bei der Anno 2070 Collectors oder limitierten Edition, ja. Da ist eigentlich nur ein riesen Pappkarton, das Spiel, ein Poster, was man nicht braucht und halt so ein Solarbaukasten drin, den man auch nicht braucht, aber der ja produziert worden ist, extra für diese Collection oder der Verpackungskarton dafür wurde extra dafür gefertigt. Und da muss ich sagen, auch das ist doof, weil es sieht zwar schon nett aus in der Vitrine oder im Schrank, aber wenn man sich mal überlegt, für was man da eigentlich Geld ausgibt, eigentlich nur für nichts und wieder nichts und nachher kriegt man noch nicht mal ein Handbuch mitgeliefert, weil es dann online ist, weil es heißt, wir wollen ja die Umwelt schon, aber das machen sie mit so einem Collectors Editions oder so, machen sie es nicht. Das ist ihnen sowas von Schnuppe. Das wäre es eigentlich von meiner Seite aus. Ich wollte einfach nur mal einen kurzen Moment der Ruhe mir genehmigen und dann halt darüber sprechen. Und ja,
Falls jemand das Video hier überhaupt sieht, soll er mir gerne mal schreiben, was er denn davon hält, von irgendwie übertriebener Verpackung à la Ferrero. Wie wird das wie wird das ausgesprochen? Diese extra schwarze Schokolade hier für die kalten Tage, so schmeckt lecker, 12 Stück drin, über 2 € kostet das Zeug und ja, also, man sieht sich, man hört sich, was auch immer. Bis zum nächsten Mal und ciao.